Ach du Hermine. Okay. So, diese Aufgabe scheint mir aber relativ einfach zu sein, weil wir haben die schwarzen Steine und wir haben tatsächlich zwei Bauern weniger. Zwei. Das ist ein Was bisschen ist viel, das ne? denn? Aber das Das sieht dann schwer nach, das sieht schwer nach C4 aus, würde ich mal mit dem behaupten. Bauern Alles andere verliert. auflösen, genau, Bauern auflösen macht keinen Sinn, ne? Bei zwei Bauern weniger. Nee, richtig. So, Also an der Stelle kann es kann nur C4 sein. ja, aber jetzt müssen wir mal konkret rechnen. C5, C4. Was spielt er denn dann? Er hat ja genug zur Auswahl. Er kann mit dem Er hat genug H-Bauern zur laufen. Auswahl, das ist richtig. Er kann mit dem König ran. Na, König ran, glaube ich, braucht er noch nicht. Spätestens nach C3 muss er mit dem König ran. Ne? Ich glaube, das wäre eine Tempoverschwendung, Würde ne? sein, ja. Zumal Ja, dann ja ja. auch der, zumal ja auch der E5 dann fällt, ne? Und er nicht nach D3 kann. Ja, genau. Okay, sagen wir C4, H5, sagen wir mal. Jawohl. So. Jetzt haben wir immer noch nicht viele Züge, ne? Wir haben vermutlich immer noch nicht viele Züge. Wir haben im Grunde zwei Züge und zwar C3 oder König D5, ne? König D5, H6. Dann ist der Bauer aber ziemlich schnell, ne? Und unser nicht, unseren kann er noch aufhalten, ne? Ja, Und stimmt. Also König D5 fällt auch raus, ne? also sagen wir mal C3. Aber warte mal, ganz kurzer Einwand. Auf König D5. Ach nee, ich komme ja gar nicht mehr rein ins Quadrat, ist ja Quatsch. Wir sind schon Dann bin ich draußen. schon raus. Ja, bin ich schon raus. Also König D5 fällt weg. Okay. C4, Heinrich 5. So. C3, sagen wir mal. Okay. Mangels Jetzt gibt's Alternativen. da. Genau, es gibt's auch. Ja, Alternativen wären König hier, wieder falsche Farbe, der und der, ne? Und Ja. der, das wären die drei Züge, ne, die wir zur Verfügung haben. Ne? Ja, Okay, rechnen aber wir ich. natürlich erst mit dem einfachsten. Ne? Genau, wir haben ja die Idee, wenn er jetzt H5 spielt und wir haben C3, jetzt muss er mit dem König kommen. Jetzt muss er mit dem König ran. Und dann Jawohl. spielen wir F4 mit Tempo, weil er den nicht schlagen kann, weil dann der C-Bauer sonst durch wäre. Genau, dann kommt er nicht mehr ins Quadrat. Jetzt muss er also an den nach D3 an den C-Bauern ran. Dann spielen wir F3. Dann spielen wir F3. Und jetzt kann er sich aussuchen, welchen im Bauern er durchlaufen lässt, ne? Ja. So sagen wir, er spielt H6. Jetzt spielen wir F2, weil wir mit F1 mit Schach umwandeln würden. Also muss er Genau, König König. E2 spielen. Jetzt spielen wir F1, wandeln trotzdem um, damit er auf die Grundreihe mit dem König gezwungen wird. Er muss ja jetzt schlagen. Dadurch steht der König aber auf F1 und wir können C2 spielen. Und wenn er H7 spielt, haben wir halt die Umwandlung mit Wandel. Schach und dann holen wir ihn. Ja, Das sieht gar nicht so also schlecht aus, oder? anhand der farblichen Markierung sieht das auch sehr übersichtlich aus. Ja, ich weiß gar nicht, wie machst du das? Das ist ja sensationell. Ja, es ist. Vorher bei den Tränksaufgaben sah es noch ein bisschen wilder aus. Da sah es auch ein bisschen wild aus, ja. Genau. Aber Gut, das diese sah Aufgabe ist forciert dann aus, oder? tatsächlich relativ einfach. Der mangels Alternativen tatsächlich. Das ist auch Mangels mal das Problem bei Alternativen. Bauernendspielen. Man hat ja oft so viele Alternativen. Macht man Tempozug, macht man Königzug, es ist Ja. enorm schwierig. Das stimmt. Aber hier haben wir immer mangels Alternativen, können immer nur einen machen. Das sah einfach aus, ne? Genau, also dann gehen wir mal rein, ne? Ja, Machen wir kann man. Cäsar 4. Ja. Er geht direkt dahin. Okay, aber Okay. das Prinzip ist ja das gleiche. Wir können doch jetzt trotzdem Ja. mit dem F-Bauern Schach geben, oder? Weil wenn du Ja, den schlägst. Ah, nee, oh, das dann ist. ist der noch im Quadrat. Scheiße, Moment.
Falscher Fehler. Stimmt, er kommt wieder ins Quadrat, ne? Der, ne? Und dann Das ist er heißt, wir drin im müssen König Quadrat. E5 spielen, ja, damit wir F4 mit Tempo vorbereiten. Den hätten wir auch mal vorher brechen sollen und nicht nach der Ausführung. Ja, Aber aber es war da. ja mangels Alternativen, ne? Ja, gut, aber das ist ja uninteressant. Wir müssen. Das geht ja um Rechnen. Das geht nicht um Lösen. Das geht ja um Rechnen. Ja. Und man muss auch mal festhalten, viele Leute kennen ja immer nur diese Konstellation, Entschuldigung, diese Konstellation als gedeckten Freibauern. Aber diese Konstellation, wenn die beiden Bauern zwei Felder auseinander sind, ist ähnlich wie ein gedeckter Freibauer. Ist genau, absolut. Habe ich mal einmal ein Video zu gemacht. Die sind super gefährlich. Die sind echt fast nicht aufzuhalten. Wenn die ein Feld auseinander liegen, ist das sogar noch unangenehmer. Bei zwei kommt auf die Situation an, aber hier kriegt er die auch nicht aufgehalten. Also wir machen König schlägt E5. So, dann H5 und dann F4 Schach. Und dann sind wir, glaube ich, im Grunde H5, dann F4. Ich nehme jetzt nur eine Farbe, weil ständig die Tasten drücken. Ist mir gerade. Fauler Hund. Ja. So, und jetzt muss der König sich entscheiden. Er muss nach E2 oder nach D2. Oder nach F3. Aber wenn er nach F3 ginge, spielen wir sofort C3. Weil wenn er dann ins Quadrat kommen will, kann er nur nach E2. Und dann spielen wir F3 mit Schach. Ja. Dann lenken wir den wieder ab. Ja. Genau. Das heißt, sagen wir, er macht König. Genau, das heißt, er macht König, sagen wir mal, er macht König D2, jetzt hier, jetzt in der Stelle, nach König E5, H5, F4, F4, König D2. So, und dann spielen wir F3, wir spielen F3, genau. So. Und auf H6, jetzt müssen wir noch aufpassen, jetzt droht der H-Bauer mit Schach umzuwandeln. Auf H6 spielen wir F. Oh, warte mal. Auf H6 spiele ich König F6. Da können wir auf sogar H6. Ranlaufen, ne, und den Bauern aufhalten, ne? Ja. Und er kann nicht aufhalten. Ja, ich glaube auch. Sagen wir mal, er zieht den Bauern bis zur H8, bis zur Dame durch und wir müssen mit dem König den H-Bauern schlagen. Jetzt sind wir auf der Grundreihe mit unserem König. Sagen wir, jetzt spielt er B5, nur damit er B5, B6 mit Schach umwandelt. So. Jetzt können wir C3 aber spielen, ne? Mit Schach. Genau, C3 ist mit Schach. Und dann haben wir zwei Bauern auf der dritten Reihe, die voneinander entfernt sind, die sind nicht aufzuhalten. Ja. Ja, und er braucht noch mindestens drei Züge. F2, B6. F1, B7. Genau. Und dann kriegen wir ihn aufgehalten. Ja, sieht gut aus. Also, ja. Mangels Alternativen, König E5. Ja? So. So, ja, und jetzt mangels Alternativen F4, ne? F4. Ja. So, jetzt haben wir wieder mit jetzt C. Mangels Alternativen, ja, wobei, jetzt gibt's, noch kurz überlegen, jetzt gibt's ja, keine zwei es gibt wieder zwei Züge tatsächlich, ne? Welche denn? Wo ist der Unterschied? Also F3 geht nicht, den schlägt er einfach und ist im Quadrat. Ne, ist er nicht. Doch, dann kommt König E3. Ach doch, 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 ja. Doch. Ja, ja, klar, natürlich. Naja. Deswegen C3. Stimmt, also C3. So, so und jetzt König F6. Und jetzt wollten wir ins Quadrat zurücklaufen, ne? Ja. Haben wir, ja, das macht auch Sinn, ne? Er wandelt mit Schach um. Ja, machen wir mal. Jetzt F3. Jetzt F3. König G7. Mhm. Ja, sehr gut. Juhu. Aber natürlich schade, dass wir nicht gesehen haben, oder nicht wir, du. Nein, dass wir gar nicht F4 haben und er den einfach schlagen kann, solange unser König nicht auf E5 steht. Ja, aber ich glaube, wir haben schon ziemlich gut gerechnet, ne? Damit können wir zufrieden sein. Aber alles man klar. Muss tatsächlich sagen, dass diese beiden letzten Aufgaben deutlich einfacher waren als die Aufgaben, die wir zuvor gelöst haben. Ja, da kommen ja bestimmt noch wieder schwerere. Das kriegen wir alles hin. Ja, dann machen wir die nächste. Ja. Okay.